Titanfall 2, Mirror's Edge 2 und das neue Need for Speed haben Termine bekommen. Tony Hawk's Pro Skater 5 wurde offiziell angekündigt und auch der Goat Simulator bekommt jetzt ein Zombie-Add-on. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und jetzt kommen die News. Activision holt sie alle wieder aus der Mottenkiste. Nach Guitar Hero kommt jetzt auch Tony Hawk's Pro Skater wieder zurück. Tony Hawk's Pro Skater 5 heißt der neue Teil und der knüpft an die gute alte Zeit, also die gute alte Zeit vor diesen ganzen behämmerten Plastikboard-Controllern. Das Ganze wird entwickelt vom Studio Robomodo, soll zuerst für PS4 und Xbox One kommen und erst dann für 360 und PS3 erscheinen. Von einer PC-Version ist aber da noch gar keine Rede. Spielerisch orientiert sich das Ganze an Tony Hawk's Pro Skater 4, hat jetzt aber auch einen Drop-in-Drop-out-Koop und wieder den Skatepark-Editor, mit dem man sich eigene Strecken bauen kann. Und ein komisches Feature, das nur nebulös beschrieben wird als man kann als Skater mit irgendwas auf seinem Brett auf irgendwas schießen. Und weil es davon noch kein offizielles Bildmaterial gibt, haben wir unseren guten Freund Orlando Bloom gebeten, das mal nachzustellen. Orlando? Electronic Arts hat im aktuellen Geschäftsbericht über die Quartalszahlen die Termine der nächsten Spiele angekündigt. Und daraus geht hervor, dass wir schon im dritten Quartal des neuen Geschäftsjahres von EA, also im Herbst dieses Jahres, ein neues Need for Speed bekommen, obwohl wir davon noch gar nichts gehört oder gesehen haben. Vermutlich wird es das also auf der E3 geben. Erst 2016 kommt dann aber Mirror's Edge 2 und auch ein neues Plants vs. Zombies Spiel. Das hat auch noch gar keinen Namen, soll sich aber an Garden Warfare, also dem Multiplayer-Shooter, orientieren. Im gleichen Jahr, aber dann vermutlich eher spät, kommt dann Titanfall 2, von dem wir auch noch gar nichts gesehen haben. Für EA wird dieses Jahr auf jeden Fall der größte Release Star Wars Battlefront im November. Und da prognostiziert man, dass man allein im neuen Geschäftsjahr zwischen 9 und 10 Millionen Stück verkaufen wird. Eigentlich war es ja nur eine Frage der Zeit, aber jetzt gibt's endlich auch für den Goat Simulator ein Zombie-Add-on. Das hört auf den Namen Goats oder Goat Z oder Goat Z und ist das weltweit einzige Survival-Spiel, das nicht in der Early Access-Phase feststeckt. Genau wie diese Inhaltsbeschreibung ist das ganze restliche Spiel auch ein Seitenhieb auf das Survival-Genre. Das heißt, es gibt ein total sinnloses Crafting-System, total verbuggte Zombies und außerdem den Zwang, alle paar Minuten was essen zu müssen, weil man das in Survival-Spielen halt so macht. Das Add-on kostet $5 und erscheint am 7. Mai. Am gleichen Tag kommt dann übrigens auch die ganze Geschichte als alleinlauffähige App für iOS und Android raus. Wir sind jetzt auch raus. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns dann morgen zur nächsten Ausgabe. Bis dahin, weiterspielen.